den sig i tarmen vold. Og fråg i mit hos villa, der kern aus Tell am Zilla. Wenn Orni erst an Steirer sieht, die weiß auf wen sie fliert. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Adult und sein Muskelschmäh, keiner Stream in USA. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Muskeln, Schönheit und der Hirn, das kann's exportieren. Ein schönes Land, die grüne Mark, sie macht uns stolz, sie macht uns stark. Das grüne Herz hab ich so gern, ah, jeder möcht der Steirer wär'n. Der Herzog Johann, das auch schon sah, als Prinz war er dem Volk so nah. So war schon damals, so ist noch heut. Man mag das Landl und die Leid. Mein Steirer Land, ich hab die gern, an guten Wein und Kürbis gern. Ich spür bei dir, was keiner schafft. Mein Steirer Land, du gibst mir Kraft. Im Lande der Hellenen, was keine Jodler kennen, da waren der Hans, der Fritz, der Franz und die. Wir ma da so sitzen und in der Sonne recht schwitzen, da singen wir noch a Steirer Melodie. Da haben die Griechen geschaut, gernere Arberschlund nicht traut, weil auf einmal, da sagt der Hans ganz laut: Mei Steirische probiert jetzt dann's hier Daki, und ich spür des Baki. Probier ma's miteinander, einfach so aus dem Stand. Das klingt nach Austria und nach Griechenland. Mein Steirische probiert jetzt an Sirdaki, und ich spür des Baki. Hey, probier ma's miteinander, einfach so aus dem Stand. Das klingt nach Austria und nach Griechenland. So, liebe Freunde, alles einhängen und wir schunkeln gemeinsam. Endlich ist soweit, die Storni Zeit ist heut. Aber Stunden voll Spaß und Freude, die verbringen wir heut mit euch. Endlich ist soweit, ihr schenkt uns die Fröhlichkeit, denn jeder macht gerne mit. Jetzt bei diesem Lied. Ein Musikant im Trachtenpaun, das wollt ich immer werden, da gibt's nichts zu mehr gern. Ein Musikant im Trachtenpaun, möcht ich für immer bleiben und tolle Leiter trauen. Auf geht's! 1, 2, 3, 4! La 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 la. Wir feiern heut mit Freunden, bis der neue Tag am Blick. Ja, wir stoßen jetzt an mit Bier und Bier, bis hell ist. Ja, Prost! Die Stornis, die Storkugler, live im Musikantenstadl in Davos. Schön ist es hier, oder? Ja, super, super. Beste Stimmung. Meine Damen und Herren, wenn man so erfolgreich ist wie die Storkugler, da haben andere Kolleginnen und Kollegen von euch einen Manager, einen Berater, einen Stylisten, eine Limousine und jemand. Man kommt an die Künstlerinnen und Künstler gar nicht mehr persönlich dran. Bei euch ist es ganz anders. Wie war das jetzt? Ich habe den Fritz angerufen und habe gesagt, und er sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich schere gerade die Schafe. Genau so ist es gewesen, oder? Ja, sicher, so war es. Aber Arbeit muss sein am Bauernhof. Aber ich bin dran geblieben und so sind Sie heute Abend hier in Davos. Die Storkugler. Schön, dass ihr da seid.
Man, mit Plakate, die kennen euch. Ihr seid ja nicht zum ersten Mal im Staat. Ja, wir sind eigentlich schon sehr, sehr oft und ich muss immer wieder sagen, diese Feste im Stadl dort dabei zu sein, das sind immer wieder Höhepunkte bei uns und wir sind ja heuer oder heute das 34. Mal beim Musikantenstadl. 34 Mal. Eine neue Seite im Guinness-Buch der Rekorde. Und trotzdem gibt es immer wieder was Neues zu berichten. Ja, es gibt was Neues. Es gibt eine neue CD und das ist eine Volksmusik-CD. Die heißt A Musi zum Gern haben. Und der Musi zum Gern haben ist immer Musik, die was man mag, was man gern anhören tut, was gemütlich ist. Wir haben vor 43 Jahren begonnen mit der echten steirischen Volksmusik. Und diese CD ist auch wieder eine Volksmusik-CD. Und so haben wir eigentlich den musikalischen Bogen geschlossen. Genau. Ja. Wieder zurück zu den Wurzeln. Genau, so ist es, ja. Jetzt wissen wir, wie das ist, wenn man bei euch anruft und du hast keine Zeit, dann sagst du, ruf später nochmal an, ich schere gerade die Schafe. Ja. Naja, wir haben halt viel Arbeit am Bauernhof und wir machen das mit Freude und die Familie, wir haben halt das alles. Und da möchte ich heute einmal die Gelegenheit nutzen, einfach Dankeschön sagen bei allen Verantwortlichen vom Stadl-Team, bei dir, lieber Andi Borg, aber auch von früher her schon beim Karl Moik, dass wir so oft hier dabei sein konnten. Und ich möchte heute die Gelegenheit nützen, dass wir sagen, dass wir mit Juli nächstes Jahres, also 2011, unsere musikalische Laufbahn schließen wollen. Was? Ihr verstanden, schließen wollen? Ja. Was sagen wir dazu? Machen Sie sich keine Sorgen, das Jahr 2011, das dauert noch so lang. Das dauert noch lange, es sind noch 14 Monate, wo wir unsere Auftritte machen, wir erfüllen alle Verträge, aber wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, bei jeder Veranstaltung bis dorthin, auch bei unseren Fans, bei unserem Publikum und bei den Veranstaltern, einfach Danke sagen. Danke vielmals. Die Storkhoger, meine Damen und Herren, Dankeschön.